Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MNES-TV. Heute bin ich wieder in Havelse, der TSV Havelse empfängt Blau-Weiß Lohne. Gestern war ich auf Schalke, wenn ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, blende ich es hier oder dort oben irgendwo ein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dem Vlog. Ja, heute werde ich etwas Neues versuchen. Ich werde versuchen, nämlich das Spiel zu kommentieren. Ich hoffe, es wird gut ankommen bei euch. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Hier sehen wir übrigens Thomas Tascher, den Torwarttrainer vom TSV Havelse. Und kommen wir jetzt mal nun zu den Gegnern, zu Blau-Weiß Lohne. Sie haben laut Transfermarkt.de einen Kaderwert von 710.000 Euro. Und momentan sieht es so aus, sie stehen auf dem 9. Tabellenplatz mit 33 Punkten. Dazu muss man aber sagen, dass sie 2 Spiele mehr als Havelse haben. Und sollte heute Havelse gewinnen, dann würden sie Blau-Weiß Lohne hinter sich lassen und auf den 9. Tabellenplatz klettern. Vorhin habt ihr übrigens Jens Jansen gesehen, den Co-Trainer vom TSV Havelse. Richtiger Macher. Und nun kommen auch die Spieler auf das Spielfeld. Ich hoffe, dass ich natürlich mehr als ein Tor sehen werde, weil beim letzten Mal gab es nur ein 1:0. Ich hoffe, dass es diesmal nicht der Fall sein wird. Wie vor jedem Spiel sage ich natürlich wieder meinen Spruch, möge der Bessere gewinnen. Los geht's. Havelse-Spieler versucht hier aggressiv ranzugehen, aber Torhüter ist zur Stelle. Da nochmal von außen eine Chance, aber der Torhüter ist wieder mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jetzt nochmal Rückpass auf den Torhüter Christoph Bollmann und er zeigt uns, dass er es auch mit den Händen und mit den Füßen kann. Havelse nochmal von außen. War das jetzt ein Elfmeter oder nicht? Von meiner Position konnte ich das jetzt nicht erkennen, aber der Unparteiische entscheidet hier auf einen Freistoß. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie aus dieser Situation machen werden. Bisher ist Havelse das spielbestimmende Team. Okay, er versucht es mit einem Pass und daneben. Oh, er konnte den Ball nicht richtig treffen. Aber es geht hier noch weiter. Könnte nochmal interessant werden. Ja, ein paar Übersteiger. Okay. Und zieht er jetzt ab? Er zieht ab und der Ball wird abgeblockt vom Abwehrspieler. Und ja, es geht weiter mit dem nächsten Angriff für Havelse. Und ja, der Keeper von Blau-Weiß-Lohne, Christoph Bollmann, ist mal wieder zur Stelle. Da haben wir hier wieder die 27, Eliakum Mbila Kukanda. Der gibt mir echt hier Leroy Sané-Vibes. Oh, das war die erste Chance von TSV Havelse. Gefühlt ist Havelse nur im Angriff und Blau-Weiß-Lohne versucht einfach die Abwehr hinten dicht zu halten. Haben sie bisher auch super geschafft. Sie haben auch einen super Torhüter mit Bollmann. Hier sehen wir übrigens Julius Langfeld. Nächster Angriff von Havelse. Das sieht doch gut aus. Fast schon wie Prime Barcelona mit Tiki-Taka. Und Lars Langfeld und Tor! Ja. Und somit steht es 1:0 für den TSV Havelse. Mit diesem Ergebnis wäre TSV Havelse auf den 9. Tabellenplatz. Aber natürlich Blau-Weiß-Lohne wird sich das jetzt nicht gefallen lassen. Kommen hier nochmal gefährlich und nochmal ein Torschuss ans Außennetz. Nochmal Glück für Havelse. Hier nochmal Freistoßvariante. Kopfball und was ist da jetzt los? Da liegt ein Spieler auf dem Boden. Ich glaub's nicht. Elfmeter. Schiedsrichter hat Elfmeter gegeben. Nesiri gegen Opitz. Wer behält jetzt die Nerven? Wird er jetzt reingehen? Schuss und Pfosten. Ich glaub's nicht. Pfosten. Es steht hier weiterhin 1:0 für den TSV Havelse. Ich glaub's nicht. Sie haben diese Chance nicht genutzt. Aber sie machen hier weiter. Ein gefährlicher Kopfball. Und ich merke schon, nachdem Havelse hier das 1:0 erzielt hat, versucht Blau-Weiß-Lohne endlich in die Offensive zu wechseln. Nun ist Havelse wieder im Angriff, aber Langfeld verliert den Ball. Aber es dauert nicht mehr lange, dann wird der Ball wieder erobert. Und jetzt Flanke nach innen abgewehrt. Es geht hier aber noch weiter und Schuss. Und man darf nicht vergessen, es ist Sonntag und das war dazu der passende Sonntagsschuss
Und hier unterhält sich der Schiedsrichter mit der Nummer 11 von Lohne. Das ist Kai Westerhof. Ich weiß nicht, worüber sie reden. Vielleicht über den passenden Sonntagsfilm heute bei Netflix. Gut, konzentrieren uns wieder auf das Spiel. Aber genau in dem Moment, wo ich das sage, hören wir den Pfiff zur Halbzeitpause. Los geht's mit der zweiten Halbzeit. Ich bin gespannt, ob wir ein paar Tore mehr sehen werden. Ich muss aber auch dazu sagen, der Torhüter von Lohne, Christoph Bollmann, gefällt mir sehr gut. Aber ich finde auch, dass die Führung, das 1-0 geht völlig in Ordnung. Havelse war einfach viel aggressiver als Blau-Weiß Lohne. Und falls ihr bis jetzt noch nicht den Kanal abonniert habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn euch dieser Content gefällt, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und oh, während ich spreche, war hier die nächste Chance von Havelse mit einem Kopfball. Bollmann, das ist wirklich für mich der Man of the Match, hat hier wieder pariert. Und hier sehen wir die Auswechselspieler beim Aufwärmen und Eckball für Havelse. Das sieht schon mal sehr gefährlich aus, die Bewegung hier. Flanke rein und nochmal Kopfball und ja, war sehr knapp. Also Havelse hört hier nicht auf mit seiner Offensive und hier super Moves und können nochmal gefährlich werden. Aber das war's auch schon. Jetzt nochmal Havelse mit einem Zuckerpass, der nichts gebracht hat. Ja, Blau-Weiß-Lohne in der zweiten Hälfte viel, viel offensiver als in der ersten Halbzeit. Was macht der Opitz-Style? Versucht ihr den Manuel Neuer und verliert den Ball? Ist es das 1-1? Ah, daneben? Ich glaube es nicht. Also, Havelse hat echt heute zweimal Glück gehabt. Zuerst der verschossene Elfmeter von Nesiri und jetzt diese Manuel Neuer-Aktion von Tom Opitz. Es könnte hier locker 1-2 für Lohne stehen, wenn sie ihre Chancen genützt hätten. So, jetzt geht's erstmal hier weiter. Blau-Weiß-Lohne wieder in der Offensive und da verlieren sie den Ball und ich sehe da, da bewegt sich etwas auf und zu. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Havelsener Spieler, der hier über das ganze Feld einfach durchdribbelt und am Ende ja nicht die Gelegenheit findet zu passen oder zu flanken und da kommt nochmal Havelse. Ja, also jetzt ist es wirklich ein Hin und Her. Beide Mannschaften haben jetzt wirklich Chancen. Da ist wieder Blau-Weiß-Lohne. Ja, und ein Schuss und ist das Ding? Ey, das, oh mein Gott. Also aus meiner Entfernung sah es wie ein sicheres Tor aus. Und ja, ich da kommt nochmal Havelse. Ich komme wirklich nicht mehr dazu zu kommentieren, weil, wie gesagt, es geht die ganze Zeit hin und her. Havelse führt momentan 1-0, aber ich denke, dass das nicht lange der Fall sein wird. Hier kommt nochmal Havelse. Wirklich, sie passen wirklich super. Und von außen spielen sie die Bälle immer wirklich sehr gut rein. Und hier nochmal der Versuch, ein Schuss und super gehalten. Bollmann, wirklich, du bist wirklich... Ah, also merkt euch diesen Namen für die nächste Transferphase. Und hier kommt nochmal Havelse. Ball wurde zurückerobert. Ja, es wird hier nach einem Foul verlangt. Aber der Schiedsrichter ist hier anderer Meinung. Und hier nochmal Lohne und Opitz spielt momentan auch schon gegen die Zeit. Denn dieser Sieg, wie gesagt, ist sehr wichtig, um auf den 9. Tabellenplatz zu klettern. Und Havelse nochmal mit einem Angriff super reingepasst. Aber da steht kein Stürmer bereit. Aber es geht noch weiter. Schuss und ja, das war jetzt nicht so gefährlich. Und Havelse versucht es weiterhin. Aber sie möchte langsam das 2-0 führen, damit sie auch etwas entspannt gehört. Und hier nochmal Schuss und... Ah, ihr wisst schon, wie er heißt. Bollmann ist wieder zur Stelle. Und Havelse hört hier nicht auf, kommt nochmal von außen. Wirklich, sie rennen bis zu den 16er rein. Aber meistens ist das Problem dann die Hereingabe. Wie auch hier, der zweite Sonntagsschuss für heute. Hier nochmal super. Und das ist Illich. Hier, Illich, solltet ihr euch auch merken, der hat gegen Hannover 96 dieses super Freistoßtor geschossen. Kopfball und knapp vorbei. Also, wir sind auch jetzt mittlerweile in den letzten Minuten und bei Blau-Weiß-Lohne heißt es einfach alles nach vorne. Und hier
prallt nochmal Tom Oppitz mit dem Stürmer von Lohne zusammen. Ich hoffe, da ist natürlich nichts passiert. Also Lohne setzt momentan wirklich alles auf einer Karte, um hier noch den Ausgleich zu schaffen. Und wir sehen hier auch Trainerbank am Überlegen. So, TSV Havelse mit ihren gefährlichen Kontern. Also der Lauf sieht schon mal super aus. Hereingabe, abgeblockt. Und Lohne möchte jetzt wieder zum Angriff starten. Und sie versuchen es nochmal. Abgewehrt. Und der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Ja, TSV Havelse gewinnt hier 1:0. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem ersten Stadion-Vlog, was ich versucht habe zu kommentieren. Am Ende gewinnen wir knapp mit 1:0 gegen Blau-Weiß Lohne. Nächstes Spiel dann auswärts gegen Phoenix Lübeck am kommenden Samstag. Und das nächste Heimspiel ist dann am Sonntag, den 7. April um 14 Uhr gegen SC Spelle-Fanhaus. Havelse gewinnt wie beim letzten Spiel 1:0. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht für den Algorithmus. Unten die Kommentare voll machen, Like geben und den Kanal abonnieren, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.